Wir haben hier zu Gast Dr. Peter Robejšek. Er ist Strategieberater großer Konzerne sowie von Investmentfirmen bis hin zu Bundesministerien und anderen öffentlichen Einrichtungen. Herr Dr. Robejšek, Sie haben Ihren Vortrag hier am Institutional Money Congress überschrieben mit der Frage, werden die Börsen politisch? Was sind Ihre Kernpunkte in Ihres Vortrags? Ja, die Hauptaussage ist die, dass die Börsen weder politisch sind noch werden können, aus dem einfachen Grunde, weil die Politik bereits so weit ökonomisiert ist, dass die Wirtschaft praktisch über die Politik in die Börsen hineinwirkt. Das heißt, die Politisierung der Börsen droht nicht, vielmehr die Ökonomisierung des Staates. Sie haben unter anderem von dem Zwang, Muster zu erkennen gesprochen. Was genau ist damit gemeint? Was hat es damit auf sich? Ja, also das ist eine Eigenart von uns Menschen, die irgendwie auch entwicklungsmäßig logisch ist, nämlich sofort Erklärungen zu suchen. Das fängt vermutlich schon in der Urzeit, als wir gesagt haben, ja, da ist was runtergefallen, womit hängt das zusammen, kann es wieder passieren und so weiter und so fort. Also instinktive Denkinstrumente, die sich dann verfestigt haben, weil sie sich bewahrheitet haben. Allerdings sind sie letzten Endes dann zu einem Zwang zum Storytelling, wie man sagt, geworden. Das heißt, wir neigen dazu, hinter jedem Ereignis gleich auch eine Kette von Ursachen zu suchen und zu vermuten. Und sie ist ab und zu da, aber häufig auch gar nicht. Aber wir sind immer dabei und immer gut dafür, eine Story darüber zu erzählen. Eine vermutliche Ursache oder Kausalkette. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann würden Sie nicht zustimmen, dass die jüngsten Höchststände im DAX-Index in einem direkten Zusammenhang stehen mit der Einigung in Brüssel, wie wir sie in den letzten Tagen gehört und gesehen haben. Ja, Sie haben recht. Also ich würde dem nicht zustimmen, weil ich der Meinung bin und ich glaube, das werden auch die Zuschauer mit mir teilen, die Meinung. Wir haben einen Kapitalüberhang, also Geld, was nicht weiß, wohin es eigentlich fließen soll, um sich noch ein bisschen zu verzinsen. Und der Kapitalmarkt ist der einzige Bereich, wo es noch einigermaßen überschaubar geht. Und deshalb drängt der DAX genauso wie andere Indizes einfach von sich aus nach oben. Und diese Erklärung ist eben nur so eine Art Hilfserklärung. Also für mich überhaupt nicht relevant. Kommen wir zurück auf einen anderen Punkt. Sie haben mehrfach darauf hingewiesen, dass die Politik in verschiedener Hinsicht ökonomisiert worden ist. Was genau ist damit gemeint? Geben Sie uns einige Beispiele. Ja, die Ökonomisierung der Politik besteht darin, dass man die Sichtweise der Politik auf die Gesellschaft ökonomisiert hatte. Konkret heißt das, dass für die Politik eigentlich nur die Ereignisse in der Gesellschaft Bedeutung haben, die man in Kennziffern, in Preis ausdrücken kann, die man also, die einen Marktpreis haben, etwas, was man zählen kann. Der politische Ansatz ist auch tendenziell der Ansatz einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, nicht? Die eine Gesellschaft dann, ein Staat, als ein Zahlenaggregat betreibt und bezeichnet und versucht, über Normierungen, Standardisierungen die Gesellschaft zu steuern. Also das ist das hauptsächliche Problem der Ökonomisierung, dass das, was in der Ökonomie Sinn macht, nämlich mit Zahlen zu jonglieren, in der Gesamtsicht, in der ganzen Gesellschaft völlig unsinnig ist, weil es nur ein Teil der Ereignisse und Teil der Probleme trifft und einen großen Teil gar nicht. Und die bleiben mehr oder weniger auf der Strecke oder fallen dem, was auch typisch ist für die Ökonomisierung, nämlich dem Sparzwang zu Opfer. Kann es denn vor diesem Hintergrund sinnvoll sein, auf lange Sicht, wenn die EZB mittlerweile über die geldpolitischen Entscheidungen, die sie trifft, jene Weichenstellungen übernimmt, die eigentlich die Politiker der Eurozone vornehmen müssten? Ja, das ist im Prinzip eine logische Fortsetzung einer bis heute tendenziell eher falschen Politik, so eine Ausmündung dessen, was bisher passiert ist. Und etwas, wo man versuchen sollte, unbedingt eine Kehrtwende einzuläuten. Denn auf diese Art und Weise, auch wenn man keinem der Beteiligten wirklich
irgendwie Verbrecherisches vorwerfen kann. Also sie tun alle ihre Arbeit und auch beschränkt, aber auch das ist legitim, aus ihrer eigenen Perspektive des Zentralbankers oder des Politikers. Aber diese Perspektiven treiben seltsame Blüten. Nicht? Und zu den Blüten gehört auch dann das, dass letzten Endes die EZB tatsächlich das, was vielleicht erinnern sich die Zuschauer aus ihrem Studium, da gab es so etwas wie Ordnungspolitik, Strukturpolitik, Prozesspolitik, die Aufgaben der Politik. Und diese Aufgaben übernimmt die EZB, die eben keine legitimierte, frei gewählte Regierung ist, aber sich verhält, als sie ein politisches Organ wäre. Sie gehen in Ihrem Referat sogar so weit, dass Politik und Ökonomie sozusagen als das Gleiche wahrgenommen werden. Aber was steckt eigentlich hinter dieser Erkenntnis? Was kritisieren Sie mit einer solchen Aussage? Ja, die Tatsache, die ich schon angedeutet habe, nämlich es kommt uns eigentlich gar nicht in den Sinn, dass wir uns sagen, Ökonomie für uns Menschen, die sich damit beschäftigen, so eine wichtige Geschichte, Ökonomie ist trotzdem nicht alles, was die Gesellschaft ausmacht. Die Gesellschaft hat, wir sollten uns daran erinnern, noch so ein soziales Subsystem, ein kulturelles Subsystem. Nicht? Da gibt es auch Sicherheit, Verteidigung. Nicht? Da gibt es eine Menge von anderen Subsystemen. Und wir, die sich in der wirtschaftlichen Szene bewegen, haben uns so einfach daran gewöhnt, Ökonomie dominiert alles. Und sie dominiert auch alles, weil wir auch, wir und vor allem die Politik, alles dafür tun, dass sie das auch in Zukunft tun wird. Das heißt, dass sie den wirtschaftlichen Themen und Fragen und Anliegen und Interessen größere Aufmerksamkeit schenken. Einmal deshalb, weil sie scheinbar wichtiger sind. Zum Zweiten, weil sie sich, wie ich schon vorhin sagte, gut rechnen können, quantifizieren lassen können und auf diese Art und Weise sozusagen technokratisch behandeln können, viel besser als die anderen Subsysteme der Gesellschaft. Und durch diese zwei Strömungen oder Tendenzen kommt es dann dazu, dass wir der Meinung sind, das ist doch ganz normal, dass die Ökonomie die Politik dominiert. Und nicht zuletzt muss man auch sagen, unsere Bürger sind auch mitschuldig daran, weil sie letzten Endes als hauptsächliches Ziel ihres Lebens Wohlstand ansehen und das von den Politikern verlangen. Also das, was bei uns sich verpflichtet hatte, sind andere Werte, nicht? Wie Opfer, wie stolz auf das eigene Vaterland und solche Dinge, die wir stellenweise milde belächeln, wenn wir über Russland reden. Aber sie scheinen den Gesellschaften auch etwas zu geben, weil sie existieren und offensichtlich stark genug sind. Von großen internationalen Konferenzen wie den G7 oder G20-Treffen scheinen Sie nicht allzu viel zu halten, wenn ich Ihre Ausführungen richtig deute. Warum? Weil sie einfach, sie sind mediale Veranstaltungen, die letzten Endes von vornherein für alle Beteiligten als ein Pressetermin wahrgenommen werden und weil die Ausbeute minimal ist. Nicht einmal die ersten großen Treffen G7, G8, G20, dann unmittelbar nach der Finanzkrise, wo es dann noch ein bisschen Tacheles gesprochen wurde, wo auch bestimmte Maßnahmen besprochen und vorgeschlagen und ins Augenschein genommen wurden, die dann aber nicht umgesetzt wurden. Seitdem ist das Niveau dessen, was dort gedacht und angeboten wird, immer mehr gesunken. Und es sind wirklich Pressetermine, die nur so eine Art pathetische Versammlung der Großen und so eine Art Society-Flair haben. Aber inhaltlich wichtig sind sie wirklich nicht. Ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Danke Ihnen, Dr. Rubelschek.